Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich habe schon in der letzten Folge angedroht, dass wir uns in Elsweyr wiedersehen werden heute. Und da sind wir auch. Besser gesagt, wir sind hier oben in Krempen. Das ist die Hauptstadt vom nördlichen Elsweyr. Und da direkt hier am Wegschrein steht eine Dame mit einem Pferd. Und die gibt uns unsere Hauptquest. Entschuldigt die Störung, aber ich habe noch eine Botschaft an euch zu überbringen. Und wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, es ist schön, euch wiederzusehen. Ich wollte gerade sagen, die kennen wir doch, ne? Eine Nachricht für mich? Es ist eigentlich mehr ein Herbeizitieren. Es kommt von Abnur Tarn, der früher ein Berater von Kaiser Waren von Syrodil war. Er will euch in Stromfeste im nördlichen Elsweyr sehen. Er meinte, es ginge um die kaschitischen Verteidigungsstreitkräfte und wütende Drachen, wenn man das denn glauben mag. Ich reise nach Stromfeste und sehe nach, was Abnur Tarn will. Ja, das werden wir auch machen. Das ist allerdings ein etwas längerer Weg. Und zwar müssen wir jetzt hier erstmal den kompletten Weg rumreiten. Und hier oben möchte er mit uns sprechen. Da das Ganze ein bisschen länger dauert, sehen wir uns gleich am Zielort wieder. So, hier sind wir nun in Stromfeste. Und ich schau mal eben, ich glaube, hier müssen wir rein, genau. Abnur Tarn die Schuld zu geben, wird die Drachenseuche nicht beenden, Kamira. Stets die Stimme der Vernunft, Sprecher. Ah, hier kommt jemand, der uns helfen wird. Ja, aber ihr habt mich gerade unterbrochen. Ich wollte eigentlich mal kurz die Sachen zum Lesen hier nehmen. Brief von Abnur Tarn. Ist der sehr lang? Nee, den können wir kurz vorlesen. Ich bin Abnur Tarn, Kampfmagier und ehemaliger Berater des Kaisers. Ich suche Verbündete, die sich mir im kadschitischen Heimatland anschließen und dessen Verteidigungsstreitkräften dabei helfen, der Raserei der Drachen ein Ende zu setzen. Diese grauenhafte Gefahr fegt durch das nördliche Elsweyr, durch die Provinz, die die Kadschit Anequina nennen. Ich habe entschieden, meine Dienste Fürst Gareshi anzubieten, dem Sprecher der Mene und ihrer Heimat in dieser Zeit großer Not zur Seite zu stehen. Alleine werde ich mit dieser Bedrohung nicht fertig. Wenn ihr mit Schwert oder Zauber umgehen könnt und euch gegen den ultimativen Feind beweisen möchtet, findet ihr mich in Stromfeste in der Karzaphalle oder so. Und nein, das ist kein Scherz. Die Drachen sind zurückgekehrt. Abnur Tarn. So, und hier Euraxische Nekromanten. Ist das auch von ihm? Okay, das ist sehr, sehr lange. Also da machen wir es dann einfach so, wenn ihr das durchlesen möchtet, dann drückt jetzt eben kurz auf Pause. Deswegen gucke ich die Seiten jetzt auch ein bisschen länger an, als ich es normalerweise machen würde, weil das doch sehr lange ist und wahrscheinlich jetzt diese Folge springen würde, wenn ich das jetzt auch noch mit vorlesen würde. Aber ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Für all diejenigen, die es interessiert, was drinsteht. So, Abnur. Ich begann schon langsam zu befürchten, ihr würdet gar nicht mehr eintreffen. Hallo? Nachdem Calcivius und meine Halbschwester uns dazu manipuliert hatten, unabsichtlich einen Schwarm Drachen zu befreien, wurde Elsweyr von den Bestien überrannt. Ich schätze, wir tragen da schon eine gewisse Verantwortung. Ein Schwarm Drachen? So viel besser als eine Schar oder eine Herde. Findet ihr nicht auch? Die kaschitischen Verteidigungsstreitkräfte sind auf eine Bedrohung von der Größe von Drachen nicht vorbereitet. Insbesondere deshalb nicht, weil sie gerade darum kämpften, Krempen zu befreien, als die riesigen Bestien angriffen. Krempen befreien? Bleibt bei der Sache. Darum kümmern wir uns später. Für den Moment müssen wir den Verteidigungsstreitkräften beistehen. Treffen wir uns in ihrem Kommandoposten. Unterwegs hätte ich allerdings noch eine andere Aufgabe für euch. Ich habe eine Reihe Aufwallungen von Macht wahrgenommen, die ihr für mich untersuchen sollt. In Ordnung. Erzählt mir mehr über diese Aufwallungen von Macht. Ich formulierte gerade einen Spruch aus, um die Drachen zu verfolgen, als mir mehrere Aufwallungen von arkaner Energie unweit von hier auffielen. Sie erinnerten mich an einen alten Bekannten. Er kennt sich mit Portalen aus. Falls er es ist, möchte ich, dass er uns seine Hilfe gegen die Drachen sichert.
Haben diese Energieaufwallungen etwas mit den Drachen zu tun? Das ist schwer mit Gewissheit zu sagen, aber ich glaube nicht. Sie erinnern mich an Sir Cadwell, der irgendwie Portale mit einer Kraft ähnlicher Intensität öffnen kann. Seht euch die Orte an, die ich auf eurer Karte markiert habe, ehe ihr euch auf den Weg zum Verteidigungslager macht. Ihr hattet Fürst Gareshiri, Gareshri oder so, und Kamira erwähnt. Erzählt mir etwas über sie. Fürst Gareshri ist der Sprecher der Mähne und der Befehlshaber der Verteidigungsstreitkräfte des nördlichen Elsweyer. Seine Adjutantin Kamira dient ihm als Diplomatin und Spionin, obwohl sie sich selbst nie so nennen würde. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr sie gern fragen. Ja, ich habe zwar schon die letzten zwei Folgen mit denen, also mit ihr, nicht mit dem Fürsten, ein Abenteuer erlebt, aber ja, wir kennen sie natürlich nicht. Ihr hättet erwähnt, dass die Khajiit versuchen, Krempen zu befreien. Meine Halbschwester Oraxia eroberte vor etwa 6 Jahren Krempen und andere Teile des nördlichen Elsweyer. Die khajiitischen Verteidigungsstreitkräfte haben ihre Provinz langsam zurückerobert, aber Krempen ist schwer befestigt. Und jetzt ist die Lage wegen der Drachen noch schlechter. Was sind die khajiitischen Verteidigungsstreitkräfte? Eine Miliz, die sich aus den Rudeln des nördlichen Elsweyer rekrutiert. Gareshri, der Sprecher der Mähne, hat das Kommando in dieser Krise übernommen. Da die Truppen des Dominions mit dem Krieg der 3 Banner beschäftigt sind, müssen die Verteidigungsstreitkräfte sich um Euraxia und die Drachen kümmern. Ich kenne Sir Cadwell. Das kommt jetzt völlig aus dem Zusammenhang, aber egal. Ah ja, natürlich tut ihr das. Er kommt ganz schön herum. Falls Cadwell sich als Quelle der Energieaufwallungen herausstellt, dann bringt in Erfahrung, was er hier draußen treibt und fragt ihn, ob er uns gegen die Drachen hilft. Trotz all seiner Exzentrik hat er Talente, die wir brauchen können. Ja, kann ich ihm nur zustimmen? Moment, Sie kenne ich ja. Ich schätze, es ist gut, euch wiederzusehen, Wanderin. Jemand muss Taren dabei helfen, das Durcheinander aufzuräumen, das er in den Kolosshallen angerichtet hat. Wenn ich darüber nachdenke, fällt auch euch ein Teil der Schuld zu, ja? Nein. Achtet nicht auf mich. Wütende Drachen sorgen für schlechte Laune bei mir. Ich wollte ihn davon abhalten. Die Drachen haben Ärger gemacht. Ärger? Sie sind fliegende Naturkatastrophen. Verwüstete Karawanen, verschlungenes Vieh, brennende Dörfer. Es ist mehr, als die Verteidigungsstreitkräfte des nördlichen Elsweyer bewältigen können. So ungern ich es auch zugebe, wir brauchen Tarns Hilfe. Und auch die eure, Wanderin. Es geht um das, was in den Kolosshallen geschehen ist, oder? Verdammt sei Abnur Taren für die Übersetzung des Grollsteins und das Finden dieser uralten Ruine. Er suchte nach einer Waffe, um den Krieg der 3 Banner zu beenden. Eine Waffe, von der ich ihm sagte, dass sie zu gefährlich wäre. Stattdessen hat er dann die Drachen entfesselt. Das wissen wir doch alles. Wieso erzählt ihr uns das immer 3-mal? Also, wie kann ich helfen? Sprecht mit Abnur Taren. Er und der Sprecher der Mähne haben Strategien und Ausweichpläne entwickelt. Manchmal hat man das Gefühl, dass sie nichts anderes treiben. Vielleicht könnt ihr ihnen Feuer unter den Schwänzen machen? Ja. Bei Abnur könnte es etwas schwieriger werden. Ihr seid die Abenteurerin, die Abnur Taren und Kamira in den Kolosshallen geholfen hat? Der Kampfmagier hat auf euch gewartet. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Stromfeste und der Provinz Anekina. Ich bin der Sprecher der Mähne. Ist die Mähne hier? Nein. Derzeit beschäftigen die Mähne Angelegenheiten in anderen Teilen von Elsweyer. Deshalb bin ich ja hier. Ich kam ursprünglich, um das Kommando über die Verteidigungsstreitkräfte des nördlichen Elsweyer zu übernehmen. Als die Drachen auftauchten, waren Bemühungen, die Usurpatoren Euraxia Tarn zu vertreiben, bereits weit gediehen. Erzählt mir von Euraxia Tarn.
Vor ein paar Jahren eroberte Abnur Tarns Halbschwester Krempen und Teile des nördlichen Elsweyr. Wir haben unlängst Stromfeste befreit und waren im Begriff, dasselbe für Krempen zu tun, als sich die Drachen im Land ausbreiteten. Es ist fast, als wären sie ihr zu Hilfe geeilt. Wie kann ich euch helfen? Sprecht mit Abnur Tarn. Er hat eingewilligt, als mein Berater zu dienen. Eine Rolle, die er aus den Jahren, in denen er neben dem Rubinthron stand, noch gut kennt. Seine Strategien und Taktiken, die wir gegen die Drachen einsetzen sollen, klingen unerhört. Aber er weiß, was er tut. Ja, alle sagen, ich soll mit dir reden, aber ich habe schon mit dir geredet. Also gehen wir direkt wieder raus und untersuchen diese Orte, von denen er gesprochen hat. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ach, die sind ja direkt in der Nähe, okay. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich so nah stehe, sehe ich mal wieder nicht, wo ich hinreite. Moment, hier ist ein Weg, da müsste ich dann doch eigentlich hier raus können. Ah. Okay, dann können wir nämlich da schon mal als erstes hin. Hä? Ach so, da. Weggeworfene Befehle. Truppführerin Pantius, Ihre Majestät, Königin Euraxia und ihr Hofnekromant Zumok Fum haben eine Reihe unbekannter Impulse magischer Energie festgestellt, die unbequem nahe an der Westgrenze von Krempen stattfanden. Begebt euch mit euren Trupp unverzüglich zu den Standorten, die auf der beiliegenden Karte markiert sind. Euer Befehl lautet, diese Bereiche zu untersuchen, ungewöhnliche Kreaturen oder Vorkommnisse zu dokumentieren und mögliche Passanten zu Befragungszwecken festzunehmen. Nur um sicher zu gehen, Ihre Majestät braucht sie lebendig. Versagen ist keine Option. Leutnant Lipida, 1. Euraxische Legion. Okay, dann haben wir in der Richtung noch was. Weiß ich natürlich nicht, welches von den beiden jetzt näher ist. Das eine kann ich auf der Karte sehen. Ich glaube, dann gehe ich da erstmal hin. Es sei denn, dass ich jetzt... nee, wir kommen hier als erstes bei dem hier vorbei. Übel riechender Sack. Gammelige Truthahnkeule. Ja, das ist doch super. Wer möchte nicht eine gammelige Truthahnkeule unterwegs bei seinen Nachforschungen finden? Das nehmen wir aber mal eben schnell mit. Platinflöze habe ich immer zu wenig. Ganz wichtig. So. Nein, Azazel. Berührt niemals ein dädrisches Monster. Insbesondere kein totes. Seid nicht so ein ängstlicher Netsch. Die Toten können uns nicht wehtun. Aber woher meint ihr, dass es kam? Es stinkt nach Kaltrafen. Vielleicht hat es ein Lakai der Usurpator-Königin beschworen, ja? Fass das tote Ding nicht an! Okay! Teduna zu mir. Als ob ich nicht wüsste, wie man mit der Leiche eines Daedra umgeht. Ich frage mich, was ihn getötet hat. Vielleicht ist er einem Drachen begegnet? Das kann natürlich sein. Sprecht mit... Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe euch gesehen, Reisende. Das ist schön. Warum bestehen alle Außenseiter darauf, sich verdächtig zu verhalten? Und warum hast du die Stimme von unserem Freund aus Auridon? Ich habe euch von einem Ort zum nächsten gehen sehen. Genau wie den Mann mit dem Topf auf dem Kopf. Gehört ihr zu den Soldaten, die jeden Flecken Land umgraben wollen? Oder seid ihr einfach nur ein kranker Geist, der Spaß daran hat, durch die Wildnis zu schleichen? Welcher Mann mit dem Topf auf den Kopf? Nun tut nicht so unschuldig, Fremde. Ihr müsst auch mit diesem blassen, hageren Narren mit dem lächerlichen Schnurrbart zusammenarbeiten. Warum sonst würdet ihr die gleichen Orte aufsuchen, die er besuchte? Außer... Seid ihr eine Agentin der Usurpator-Königin? Usurpator-Königin? Euraxia, jene verhasste Kaiserliche, die Krempen eroberte und einen falschen Anspruch darauf anmeldet, Königin zu sein. Nun tut nicht so unwissend, Außenseiterin.
Davon hatte ich schon genug, als ich mit dem Mann mit dem Topf auf dem Kopf sprach. Sag doch einfach seinen Namen. Wohin ist der Mann mit dem Topf auf dem Kopf gegangen? Ah, ihr klingt ja fast so verwirrt, wie er es war. Er sprach ständig mit seinem zahmen Echsenvogel, als ob er eine Antwort erwartete. Ah, als ich ihn das letzte Mal sah, ging er nach Westen. Ich schätze, ihr findet ihn in dieser Richtung und südlich von Stromfeste. Nur trödelt hier nicht länger herum. Gut, dann werde ich den Mann mit dem Topf auf den Kopf suchen. Boah, ist das ein Zungenbrecher. Den Topf auf den Kopf. Sagt das 10-mal ganz schnell hintereinander. Also quasi hinter mir. In der Richtung, genau. Aber hier kann... Doch, ich kann hier doch runter. Ich dachte gerade schon. Das sah gerade so aus, als ob das so ein riesiger Krater wäre. Ach, wie hieß sein kleines Echsenviech nochmal? Ich komme nicht auf den Namen. Ehre, glaube ich, oder? Catbull. Oder Ehre. Einen von euch muss ich finden. Verblüffend. Es sieht genauso aus wie der schöne Ort, von dem ich träumte. Deshalb führten mich meine Portale wohl hierher. Letzten Endes. Ja, und wer sich jetzt wundert, warum er eine komplett andere Stimme hat, wenn auch eine, die ähnlich verrückt klingt wie das Original. Ich weiß nicht mehr genau, warum es gewesen ist, ob der Originalsynchronsprecher jetzt gestorben ist. Das habe ich immer gehört. Aber irgendjemand meinte, das stimmt gar nicht, sondern meinte, dass er wohl zu alt dafür wäre und das wohl nicht mehr machen würde oder sowas. Was ich verdammt schade finde, bin ich ganz ehrlich. Wenn ihr da genauere Infos zu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Und das wird bestimmt den einen oder anderen interessieren. Schön, euch zu sehen, altes Mädchen. Seid ihr auch gekommen, um euren Respekt zu erweisen? Das war schon eine höchst seltsame Sache. Ich träumte, dass ich auf genau diesen Grabstein herabblicke. Also kam ich her und da war er. Steinhart und greifbar und so. Ist der Grabstein wichtig? Wichtig? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze schon. Ich sah das schließlich wie in einem Traum. Oder war es eine Vision? Die beiden verwechsel ich immer. Auf jeden Fall spürte ich eine Anziehung und trat durch eine Tür. Und dann, babalabab, Ehre ist ein Batangua und hier war ich. Abnotan hat mich losgeschickt, um die Energieaufwallungen zu untersuchen, die er entdeckt hat. Tarn, sagt ihr, der grummelige Kampfmagier. Wie geht es dem alten Knaben? Diese Aufwallungen waren wahrscheinlich bloß ich. Mein Portal brauchte ein paar Versuche, bis es den genauen Ort anvisiert hatte. Warum seht ihr euch nicht mal den Grabstein an und prüft, ob ihr etwas daraus deuten könnt, hm? Was ist an den anderen Städten geschehen, die ihr besucht hattet, bevor ihr den Grabstein fandet? Nun, ich brauchte einige Versuche, um den genauen Ort zu finden, den ich im Traum gesehen hatte. Ein paar echt grässliche Burschen hielten den ersten Ort besetzt, den ich besuchte. Sie wollten, dass ich mich ergebe, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Natürlich habe ich ihnen eine Abreibung verpasst. An einem der Orte sah ich einen Bantamgua, der in einen übel riechenden Sack herumwühlte. Hä? Übel riechend? Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich dabei um mein Mittagessen handelte. Kaum zu glauben, dass ich es verloren habe. Und mit Bantamgua meint ihr bestimmt mein treues Ross Ehre. Das schnappt sich immer meinen Proviant. Er frisst wie ein Mammut und ist schlau wie ein Fuchs, der Kerl. Und habt ihr auch den Ogrim beseitigt, den ich an einer der anderen Stätten fand? Beseitigt? Warum sollte ich so etwas Schreckliches tun? Ich liebe diese reizenden Moppelchen. Leider stand Krog ein wenig zu dicht neben mir, als ich mein Portal öffnete. Das arme Ding ist einfach reingefallen und wurde ordentlich umhergewirbelt. Wenn das Genick bricht, macht das ein garstiges Geräusch. Ja, das kann ich nur bestätigen. So, Kunzari-Ursprung könnt ihr euch wieder wie immer gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich werde es jetzt heute nicht tun, weil ich werde jetzt erstmal diesen Grabstein hier untersuchen.
Hier ruht das Haupt des Verräters, dessen Name aus der Geschichte verbannt wurde. Mögen die Teile seines zerstückelten Leichnams geborgen bleiben, bis Jone und Jode vom Himmel fallen. Waren die Worte für euch dieselben? Manchmal will mich geschriebene Sprache verwirren. Wörter ändern sich und tauschen den Platz. Sehr lästig. Auf jeden Fall erwähnte der Grabstein den Verräter. Klingt nach einem garstigen Kerl. Ich frage mich, ob ich ihn schon mal getroffen habe. Warum meint ihr, habt ihr von diesem Grabstein geträumt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Die Worte darauf werfen aber allerlei Fragen auf. Wer ist der Verräter? Wen hat er überhaupt verraten? Warum haben sie nur seinen Kopf begraben? Und wo haben sie den Rest von dem armen Kerl gelassen? Ich habe keinen Schimmer. Abnotan meinte, ich soll fragen, ob ihr uns bei Elsweyers Drachenproblemen helfen würdet, falls ich euch begegne. Drachen? Ich habe nicht mehr gegen Drachen gekämpft seit... Wisst ihr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich bin mir sicher, dass ich zu meiner Zeit gegen einen oder zwei von denen gekämpft habe. Ich war schließlich ein edler Ritter. Natürlich helfe ich. Ich will nur dieser Traumsache noch etwas nachgehen. Dann sehen wir euch bald. Habt ihr das gehört, meine treue Schaufel? Drachen und geheimnisvolle Gräber. Ganz wie in alten Zeiten. Ja. Und ich guck mal eben. Ehre. Ja, habe ich doch gesagt, es war Ehre. So, irgendwo hier vorne geht es weiter. Das wäre wahrscheinlich hier so hinten drin. Nehme ich an. Ich bin jetzt extra nicht geritten. Ich kümmere mich darum. Ja, ich würde sagen, die Wut der Drachen, wenn ich das jetzt wegstecken könnte, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das sieht doch sehr danach aus, als ob wir hier nochmal eine größere Aufgabe vor uns haben werden. Deswegen verabschiede ich mich erstmal für heute von euch und sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.